Guter Schuss! Gewesen sein. Es war nicht so schlimm. Ich habe die Folter überlebt. Folter? Und das war nicht das Schlimmste. Ich habe gekämpft. Genau wie du. Du bist eine starke Frau. Im Kampf fühlte ich mich dir nahe. Du warst bei mir. Es gab mir die Kraft, weiterzumachen. Aber ich hatte Angst. Es tut mir so leid. Sag das nicht. Ich habe etwas gelernt. Trotz der Schmerzen und der Scham war ich mir einer Sache sicher. Meine einzige Hoffnung. Diese Hoffnung hielt mich am Leben. Snake, ich wollte dich wiedersehen. Meryl. Mein Codec. Snake, ich bin's. Otacon, gute Nachrichten. Meryl ist okay. Gut, sie haben sie gerettet. Gute Arbeit. Zur schlechten Nachricht. Wir werden bombardiert. Oh nein, wir sind jetzt wohl entbehrlich. Gibt es einen Weg hier raus? Einen Weg? Ja, folgen Sie dem Ladetunnel an die Oberfläche. Nebenan ist eine Garage. Der Tunnel führt von dort an die Oberfläche. Die Tür vor uns? Nein, es ist ein kleiner Eingang westlich davon. Was ist mit dem Sicherheitssystem? Schon offen. Was glauben Sie, mit wem Sie sprechen?
Ich kümmere mich auch um die Sicherheit auf Ihrem Fluchtweg. Was machst du? Ich? Ich bleibe hier. Du bist ja verrückt. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit für Ihren Fluchtweg. Aber... Das Öffnen der Türen ist gefährlich. Ich bin der Einzige, der das kann. Otacon? Keine Sorge. Ich bleibe hier. Es ist meine freie Entscheidung. Otacon, dies ist ein verstärkter Bunker. Aber die verwenden Atombomben für unterirdische Ziele. Er wird nicht standhalten. Ich bedauere die Vergangenheit nicht. Es geht im Leben nicht nur um Verlust. Snake, ich fühle mich jetzt wie ein ganzer Mensch. Ich habe einen Grund zum Leben. Gut, dann stirb mir nicht. Sie auch nicht. Kümmern Sie sich um Merrill. Mach ich. Ich muss los. Ich kümmere mich um Ihren Fluchtweg. Danke. Danke. Das klingt nett. Ich glaube an dich. Danke, Snake. Wir müssen hier raus. Was ist mit ihm? Wo ist Otacon? Er kämpft eben. Jetzt mit seinem alten Ich. Um sich selbst zu finden. Kämpft er auch für uns? Ja. Und es soll nicht vergeblich sein. Gut. Merrill. Snake. Merrill. Es fängt an. Bin ich schwer? Sieht aus, als müssten wir doch auf unsere Liebesszene verzichten. Sieht so aus. Schade. Wir müssen raus. Snake, es ist eiskalt. Du brauchst was zum Anziehen. Da ist mein Sneak-Anzug. Schnell! Schnell! Nicht schlecht, Snake. Ich fahre. Eine Sicherheitskamera. Verdammt, kein Schlüssel. Okay, hier ist der Schlüssel. Ich hab's nicht, komm. Thank you.
Bist du okay? Ja, ein bisschen durchgerüttelt. Meryl, kannst du dich bewegen? Hat keinen Zweck. Geht nicht. Was ist mit Liquid? Ich kann ihn nicht sehen. Liquid ist tot. Snake! Wenn er tot ist, bedeutet das... Sag's nicht, Snake. Was ist mit dem Luftangriff? Keine Stealth-Flieger in Sicht. Snake, hören Sie mich? Colonel, sind Sie okay? Colonel, was ist los? Der Verteidigungsminister wurde verhaftet. Vorzeitige Pensionierung. Verhaftet. Ich konnte den Präsidenten erreichen. Echel Gier, die Übung, alles. Es war alles ein Alleingang des Verteidigungsministers. Ein Alleingang? Was ist mit dem Luftangriff? Dem Atomangriff? Die Befehle wurden aufgehoben. Die F-117 und die B-2 Spirits kehrten zur Basis zurück. Ich habe erneut das Kommando über diese Operation. Aha. Washington würde Geheimnisse nicht mit einem Atomangriff vertuschen. Ich war nicht sicher. Egal. Die Gefahr ist vorbei. Danke, Snake. Colonel, keine Sorge. Meryl ist okay. Wirklich? Danke. Danke, Snake. Snake, es tut mir leid, dass ich Ihnen so viel verschwiegen habe. Schon in Ordnung. Colonel. Snake, ich bin kein Colonel. Oh ja, richtig. Ich habe eine Überraschung für Sie. Bei Ihnen in der Nähe ist ein Schneemobil. Mai Ling sah es auf dem Satellitenfoto. Zu dieser Jahreszeit sind die Gletscher ziemlich ruhig. Sie sollten da einfach rausfahren können. Ich wette, die Jungs vom DIA und vom NSA hätten Sie nicht lebendig zurückerwartet. Ich auch nicht. Ich lasse mich besser nicht mehr sehen. Keine Sorge, ihr beide seid offiziell tot, nachdem der Jeep im Meer versank. Das wäre ohnehin fast wahr. Auf Fox Island wartet ein Helikopter auf Sie. Dr. Hal Emmerich müsste irgendwo auf der Basis sein. Jemand soll ihn holen. Verstanden. Ich kümmere mich darum. Okay. Roy, sind Sie in Ordnung? Keine Sorge. Ich habe eine Art Lebensversicherung. Eine Kopie von Mai Lings Daten. Solange ich das habe, sind Sie, ich und Mai Ling sicher. Die Batterie für die Nanomaschinen ist fast leer. Sie können uns nicht mehr folgen. Wir werden uns wohl nicht wiedersehen. Keine Sorge. Ich werde Sie besuchen. Wirklich? Da freue ich mich drauf. Roy, sagen Sie mir etwas. Was? Über Fox Die. Meryl ist okay. Sie war nicht in das Programm eingeschlossen. Was ist mit mir? Es tötete Liquid. Naomi will selbst mit Ihnen persönlich darüber sprechen. Wie geht es ihr? Keine Sorge. Eileen ist gerade bei ihr. Ich stelle zu Naomi durch. Snake, ich bin's. Naomi. Ich hörte über meinen Bruder. Tut mir leid. Ich sollte Ihnen eine letzte Nachricht übermitteln. Hm? Er sagt, Sie sollen ihn vergessen und nun Ihr eigenes Leben leben. Frankie sagte das? Ja. Er sagte auch, dass er sie immer lieben wird. Naomi, ihr Bruder rettete sie, mich und die ganze Welt.
Er kämpfte mit aller Kraft, die er in sich finden konnte. Vielleicht hat er endlich Frieden gefunden. Er war nicht mehr wie mein Bruder. Seit dem Kampf mit ihnen in Sansibar war er fast wie ein Geist. Er suchte einen Platz zum Sterben. Naomi. Liquid starb auch an Fox Dye. Was ist mit mir? Wann sterbe ich? Es liegt an Ihnen. Was meinen Sie? Jeder stirbt, wenn seine Stunde schlägt. Ja, und wie viel Uhr habe ich? Es liegt an Ihnen, wie Sie Ihre Zeit nutzen. Leben Sie, Snake. Mehr kann ich nicht sagen. Das Schicksal jedes Menschen ist im genetischen Code festgelegt. Es kann nicht geändert werden. Aber es gibt mehr im Leben. Ich weiß das jetzt. Ich sagte es bereits. Der Grund, weshalb mich Gene und DNA interessierten. Ich wollte wissen, wer ich war. Woher ich kam. Ich wollte durch das Analysieren meiner DNA herausfinden, wer ich war. Wer meine Eltern waren. Dieses Wissen sollte mir helfen, einen Weg für mein Leben zu finden. Aber das stimmte nicht. Ich fand nichts. Ich lernte nichts. Genau wie mit den Genomsoldaten. Sie verfügen über die Genominformationen, aber das macht sie nicht zu den stärksten Soldaten. Wir können nur über DNA sagen, dass sie die potenziellen Stärken steuert. Das potenzielle Schicksal. Unser Leben darf nicht von unserem Schicksal, unseren Genen bestimmt werden. Menschen können ein Leben wählen. Snake, es ist nicht wichtig, ob Sie im Fox Dye-Programm sind. Wichtig ist, dass Sie das Leben wählen. Und dann leben. Glauben Sie nicht, Snake? Keine Sorge, ich werde das Leben auch wählen. Bis heute habe ich nach einem Grund zum Leben gesucht. Von heute an werde ich nur leben. Gene existieren, damit wir durch unsere Kinder Hoffnung an die Zukunft weiterreichen können. Leben ist eine Verbindung zur Zukunft. So verhält sich alles Leben. Gegenseitige Liebe, neue Erfahrungen. So geben wir die wichtigen Dinge weiter. Ich habe das erkannt. Den wahren Sinn des Lebens. Danke, Snake. Ich fand das hier. Behalten wir es als Erinnerung. Als eine Erinnerung an eine erfolgreiche Mission oder an unser erstes Treffen? Als Erinnerung an das Leben. Hm? Bis heute habe ich nur für mich gelebt. Überleben war das Einzige, das mich interessierte. Du bist nicht der Einzige. Es geht allen so. Ich fühlte mich nur lebendig, wenn ich dem Tod gegenüberstand. Ich weiß nicht. Vielleicht liegt das an meinen Genen. Und jetzt? Was sagen dir deine Gene über die Zukunft? Vielleicht ist es Zeit, für jemand anderen zu leben. Jemand anderen? Ja. Jemanden wie dich. Vielleicht ist das die Art zu leben. So, wohin, Snake? David. Ich heiße David. Okay, wohin, Dave?
Ich denke, es ist Zeit, wir schauen uns nach was Neuem um. Was Neuem? Ein neues Ziel. Werden wir das finden? Bin ich sicher. Da bin ich sicher. Was ist das? Karibus. Die Indianer halten Karibus für ein Symbol des Lebens. Es wird bald Frühling hier. Für uns auch. Ja. Frühling bringt zu allem neues Leben. Eine Zeit der Hoffnung. Ich habe lange hier gelebt. Aber Alaska war nie schöner als jetzt. Der Himmel, das Meer, das Karibu und vor allem du. Ich glaube, ich könnte mich an dieses neue Leben gewöhnen. Komm, lass es uns genießen. Wie du so aus
Shoot the shoot.
Unser Leben darf nicht von unserem Schicksal, unseren Genen bestimmt werden. Menschen können ein Leben wählen. Wichtig ist, dass sie das Leben wählen. Und dann leben. Ja, Sir. Die ganze Einheit wurde ausgelöscht. Die beiden leben noch. Der Träger? Ja, Sir. Foxdie sollte bald aktiv werden. Genau nach Plan. Ja, Sir. Ich habe alle Daten über den Testsprengkopf von Rex. Nein, Sir. Meine Tarnung ist intakt. Niemand weiß, wer ich bin. Ja. Der DARPA-Chef kannte meine Identität, doch er wurde entsorgt. Ja, der Unterlegene hat tatsächlich gewonnen. Richtig. Bis zum bitteren Ende dachte Liquid immer, er sei unterlegen. Ja, Sir. Ganz Ihrer Meinung. Jemand wie Sie sollte die freie Welt regieren. Ja, ja, Sir. Nein, Sir. Niemand weiß, dass Sie der Dritte waren. Solidus. Was soll ich mit der Frau machen? Ja, Sir. Ich beobachte Sie weiter. Ja, vielen Dank. Wiedersehen, Mr. President. Oh.